Der Hungerkünstler von Arkadi Awatschenko. Wer sind Sie? Das ist nicht wichtig. Wer hat Sie zu mir geschickt? Ich bin von selbst gekommen. Draußen hängt auch Ihr Schild. Was wollen Sie? Arbeiten. Was können Sie? Nichts. Was haben Sie früher gemacht? Nichts. Aber man muss doch leben. Ich habe gelebt. Und man muss doch essen. Essen, das habe ich nicht getan. Ich habe gehungert. Wenn Sie mich anschauen, müssen Sie das ja selbst sehen. Wer die Worte sprach, war ein junger, abgehärmter Bursche mit eingefallener Brust und einem unrasierten, schmalen Gesicht. Der ihn gefragt hat, war ein kleiner, dick, mit kleinen, dummen Augäpfeln und abstehenden Ohren. Das Gespräch fand um 11 Uhr vormittags im Gebäude des Panoptikums statt, das dem kleinen, dicken Herrn Charles, einem Bauchredner und Zauberkünstler, gehörte. Herr Charles stützte sich in diesem Augenblick auf den Glasschrank, in dem ein schwer atmender, sterbender Türke lag. Der Gast lehnte sich an die Büste des Mädchenmörders Hugo Schenk und fragte interessiert: Wozu atmet der Türke? Es ist doch kein Publikum da. Stellen Sie nicht den Mechanismus ab? Sie haben recht. Und der Besitzer des Panoptikums neigte sich zum Türken und stellte mit sicherem Griff die Leiden der Sterbenden ein. So, und jetzt kehren wir zu unserem Gespräch zurück. Er sah den Burschen an, dachte einen Augenblick nach und sagte: Wenn Sie wollen, werde ich Sie nach Art der indischen Fakire schneiden oder durch Ihre Zunge Nadeln stechen. Das ist ein überaus spannend und wird zweifellos einige volle Häuser machen. Das hätte keinen Sinn. Ich suche eine leichtere Arbeit. Ich habe doch schließlich 2 Klassen Volksschule besucht. Ich weiß nichts Leichteres, erinnerten Sie sich doch. Irgendwas müssen Sie in Ihrem Leben doch getan haben. Nur eins, gehungert. Dann hungern Sie weiter, rief voll Wut der Besitzer des Panoptikums. Hungern Sie nur weiter. Das werde ich auch, erwiderte gleichmütig der Bursche. Ich pfeife auf Ihre Arbeit. Mit mir werden Sie nicht schreien. Das kann ich auch. Lieber hungere ich 40 Tage, als dass ich mir sowas gefallen lasse. Gestatten Sie, sagte plötzlich Herr Charles, können Sie wirklich 40 Tage hungern? Ich glaube schon. Lieber Freund, wir können ein Geschäft machen. Ich zahle Ihnen, wenn Sie 40 Tage hungern, 1000 Rubel. Außerdem erhalten Sie von jeder verkauften Karte 5 Kopeken. Bloß 5 Kopeken, rief der Bursche, unter 10 Kopeken ist diese Sache nicht zu machen. Ja, aber bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie bloß ein Glas Wasser täglich erhalten, sonst nichts. Meine Bedingungen sind, Sie werden in einen Kasten gesteckt, dessen Wände aus Glas sind. Der Kasten wird von der Polizei amtlich versiegelt und Sie bleiben 40 Tage drin. Lassen Sie mich wenigstens in der Nacht aus dem Kasten. Sind Sie wahnsinnig geworden? Wenn Sie nachts aus dem Kasten lasse, wo bleibt da die Kontrolle? Denn es ist ja uninteressant. Nur eine Bedingung, bevor ich mich in den Kasten lege, muss ein anständiges Abendessen her. Was denken Sie? Im Gegenteil, gleich jetzt müssen Sie hungern, sonst gewöhnen Sie sich nicht daran. Das Publikum muss außerdem auf den ersten Blick sehen, dass Sie ein Hungerkünstler sind. Was verstehen Sie vom Hungern? Schrie wild der Bursche. Beruhigen Sie sich. Ich bin nicht so, wenn essen, dann essen, wenn hungern, dann hungern. Sie werden mit mir zufrieden sein. Schön, machen wir den Vertrag. Und jetzt noch ein Plakat, dass die Leute den Mund aufreißen, wenn sie es gesehen haben.